Leute, also ich beginne jetzt hier den Obstweg. Der ist 9 Kilometer lang und führt durch alte und neue Kulturlandschaften. Und zwar Streuobstwiesen. Das war früher unheimlich wichtig für die Bevölkerung hier auch im rheinischen und bergischen Land. Ich bin hier in Leverkusen am Naturgut Ophofen. Und das ist ein besonderer Ort, denn es ist einer von 16 naturkundlichen bzw. klimakundlichen Bildungszentren des Bundes. Und hier in Nordrhein-Westfalen ist es also das Klimabildungszentrum schlechthin. Hallo, ich bin jetzt hier im Naturgut Ophofen und habe jetzt hier einen Familienvater getroffen, der mir kurz sagen wollte, was ihn das Naturgut Ophofen bedeutet und warum er gerne mit seinen Kindern hierhin kommt. Sag mal hallo. Wir sind hier ganz gerne. Hier ist so ein Ort der Ruhe. Hier gibt es Naturwiese, unbelassen ist. Also es ist ganz schön, hier hinzukommen, einfach ein bisschen auszuspannen und ja, ein bisschen zu sehen, wie es eigentlich sein könnte ohne Stadt und ohne Verkehr. Genau. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Gerne. Schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ein Schulgarten gibt es hier sogar. Okay. Gehen wir mal hierher. Ist das natürlich, aber ihr nicht. Kleines Türchen. Und hier können Schulgruppen schauen, wie aus kleinen Samen ganze Pflanzen wachsen. Und das haben wir auch mal irgendwo gelernt und nicht vergessen. Also der Obstweg in Leverkusen. Hier habe ich eine Wegekarte. Beginnt hier am Naturgut Ophofen und ja, führt hier durch den Schulgarten und so weiter und zu den Streuobstwiesen und ich freue mich richtig. Ich schwenke hier mal mit der Kamera noch mal rüber. Es ist wirklich ein ausgedehntes Gelände mit Teichen und mit einem Bach und ist auch für Kinder sehr schön zum Spielen und so weiter. Also zunächst führt der Obstweg Leverkusen am Freibad hier im Wienbachtal vorbei, nachdem man das Naturgut halt durchquert hat. Da konnte man gerade einen Imbiss sehen. So. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Weg weiter verläuft. Also bis gleich. Also das ist eine ganz klassische Streuobstwiese. Wo halt hochstämmige Obstbäume stehen und die Weide halt für Vieh genutzt wird und dass man dann halt eine doppelte Bewirtschaftung hat. Ja, das war früher halt ein sehr wichtiger Faktor hier im Bergischen Land.
Hallo, hallo Schaf. Du hilfst hier also mit, die Streuobstwiesen frei zu halten. Das ist aber lieb, ja. Also die pflegen hier unter anderem den alten Kulturbestand der Streuobstwiesen, die halt früher eminent wichtig waren. Zum einen haben die Bevölkerung durch das Obst mit Nahrung versorgt, mit Früchten, Brennholz beim Schnitt und ja, wie hier auch mit Viehbewirtschaftung. Man hatte dann noch weitere Vorzüge wie Milch und Wolle und so weiter und hielt natürlich auch die Landschaft frei. Also fängt das schon mal sehr schön an. Also hier befindet sich noch ein altes Relikt der alten Schraubenfabrik, die es hier mal gab. Also hier ist ja sehr urig. Hinter mir seht ihr noch rechts das ein Relikt der Schraubenfabrik, die es hier mal früher gab. Und jetzt ist das alles hier ein Naturschutzgebiet im Biesenbachtal. Ich schwenke mal kurz, weil die Sonne so reinscheint. Und eine sehr fahrtreiche Strecke hier. Das liebt der Wanderer, ja. Ne? Dass er nicht diese Wanderpisten da abtraben muss. Immer nur schnurstracks. Nee, ist es wunderschön. Also vor allen Dingen eine sehr reiche Vogelwelt. Ihr Zuschauer im Siegerland oder sonst wo auch immer. Papageien gibt es da nicht unbedingt, ne? Aber hier gibt es sie. Also die grünen Halsbandsittiche, die wurden ja irgendwie vor 30 Jahren mal ausgesetzt oder sind weggeflogen oder wie oder immer war. Auf jeden Fall hat sich daraus eine beständige Population hier im Rheinland gebildet. Und unter anderem hier im Biesenbachtal in Leverkusen. Ja, der Obstweg in Leverkusen. Ne? Müssen ja nicht immer die Premium-Wanderwege sein, sondern auch mal das Glück vor der Haustür suchen. Ne? Und runter von der Couch. Ne? Cool. Also es geht hier wirklich durch sehr traditionelle und, wie ich finde, wunderschöne bergische Kulturlandschaft. Das in Leverkusen. Ah, da kommt mir gerade ein Spaziergänger entgegen. Hallo, guten Abend, grüß Sie. Ja, also es ist wirklich sehr schön, der Weg. Ich habe vielleicht schon gerade so einen sanften Anstieg. Pillepale für mich. Auf jeden Fall. Hier sind die ersten Ausläufer des Bergischen Landes, vom Rheintal ausgehend. Und es ist gleich sehr spannend zu sehen, wie das so von oben aussieht. Ich hoffe, dass das mit mir mit der GoPro so gut gelingen wird, dass es nachher dann für den Wanderblog-Kanal klar erkennbar ist, dass es Rheintal ist. Ja, ich stehe schon wieder hier vor der nächsten Obstwiese. Streuobstwiese und das ist noch eher so eine alte Form, wo man dann halt, wie gesagt, dann auch zusätzlich Vieh hält. Ja. Also ich bin jetzt vom Biesenbachtal hinaufgegangen zu diesen wunderschönen Streuobstwiesen hinauf, voller Äpfel. Also wirklich sehr schön, der kleine Pfad hier. Das gefällt mir sehr gut. Also ich bin jetzt hier aus dem Biesenbachtal hinaufgestiegen und auf die Höhe und hier befindet sich wieder eine sehr schöne Streuobstwiese.
Normal sind hier immer die Schafe, aber anscheinend haben sie die Weide gewechselt. Dann wäre noch besser gewesen zu zeigen, aber dafür hatte ich ja auf der anderen Streubswiese eben die Schafe gesehen. Ja, hier steht auch noch der Maismannshoch. Also in meinem Fall auf jeden Fall. Aber es ist wirklich cool und ich bin gleich gespannt, ob man das wirklich gut erkennen kann mit der Aussicht auf das Rheintal und Köln und so weiter. Also bis gleich. An den verschiedenen Obstbäumen befinden sich auch Hinweistafeln des Obstwegs Leverkusen über die verschiedenen Sorten, wie hier zum Beispiel ein Dülmener Rosenapfel. Das ist eine alte deutsche Sorte, die um 1870 vom Lehrer Jäger aus Dülmen gezogen wurde. Ja, und beim besten Wetter eine schöne Tour. Also eine sichere Vitaminversorgung war bereits im Mittelalter von höchster Bedeutung. Und deswegen sind die Streuobstwiesen auch so wichtig gewesen früher bei der Versorgung der Bevölkerung im Bergischen Land. Und ja, sowas erfährt dann der Wanderer halt auch auf den Schautafeln. Natürlich ist das eher auch für die Kinder hauptsächlich, aber es ist schon schön gemacht, ne? Und die Landschaft ist wirklich sehr schön. Ich kann gerade in diese Richtung kann ich den Funkturm von Witzhelden sehen. Also liegt er da auch in die Richtung zum Beispiel Schloss Burg an der Wupper, wo ja der Herrschaftssitz der Grafen von Berg war. Ja, und ich befinde mich jetzt schon so auf der Höhe, ersten Höhe so von dem Bergischen Land, aus dem Rheintal rauskommen. Ich schwenke mal eben kurz. Hier sieht man wirklich schon so erst, also schön, die ersten Hügel des Bergischen Landes. Ich laufe jetzt extra noch ein bisschen weiter. Gleich ist da noch meine richtig schöne Aussicht da oben. Das heißt auch so. Tja, der Obstweg in Leverkusen. Natur, da staunt man. Kommt denn vor wie im tiefsten Bergischen hier. Ist das schön. Das ist wohl eher die Kinderstube des Bauern.
wie still es hier ist. Wirklich sehr schön. Ja, wird langsam dunkel, hä? Auf jeden Fall schöne Tour und lad das Handy jetzt noch ein bisschen und dann denke ich mal, dass beim Naturgut da unten noch ein bisschen Licht ist. Hier im Wald auf jeden Fall nicht. Ich befinde mich jetzt hier in Unterölbach. Oh, ich bin jetzt fast wieder im Naturgut Obhofen. Das ist gerade so ein schönes Bächlein. Es ist wirklich sehr schön hier. Tja, so langsam ist meine schöne Abendwanderung beendet und ich komme langsam wieder zum Naturgut Obhofen zurück und das wieder über einen sehr schönen Pfad. Hier ist wieder so ein Schild, die alljährliche Frisur des gekrönten Hauptes. Und zwar, dass Apfel- und Birnenbäume auf einer Streuobstwiese zwar nicht zum Friseur müssen, aber dennoch regelmäßigen Schnitt benötigen, damit sie sich optimal entwickeln können und optimal Frucht tragen. Also, Zeit für ein Fazit des Obstweges, da ich jetzt wieder fast am Ausgangspunkt angelangt bin. Mir hat der Obstweg Leverkusen sehr gut gefallen und ist bestimmt auch was für Familien mit Kindern. Und ja, man erfährt viel über die alte Kulturlandschaft der Streuobstwiesen, welche Bedeutung diese für die Bevölkerung damals hatten und ja, und auch immer noch heute hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Timo. Also wirklich sehr schön und gerade auch für Familien sehr zu empfehlen. So, da bin ich wieder nach 9 Kilometern am Naturgut Obhofen hier in Leverkusen und habe die Tour wirklich sehr genossen. Und das Video folgt natürlich wie gewohnt auf YouTube, auf Timos Wanderblog-Kanal. Also bis dann. Ciao.